Freunde, heute möchte ich euch zeigen, wie Sandlin wirkt. Sandlin ist unser Kalkentferner und am besten kann ich das jetzt bei dem Stöpsel vom Waschbecken zeigen. Der ist nämlich voller Kalk. Zuerst muss der befeuchtet werden. Wir machen einfach nur ein bisschen Wasser auf den Deckel, machen den wieder zu und machen ein bisschen von dem Kalkentferner drauf und schon seht ihr, wie er wirkt. Das waren jetzt nur wirklich ein paar wenige Tropfen. Man wartet einen Moment und ihr seht, wie der Sandlin das Kalk schon entfernt oder auflöst. Das dürfte schon reichen. Jetzt nehme ich den goldenen Schwamm und verreibe das nochmal ein bisschen um den Stöpsel herum. Natürlich kann man auch das Waschbecken damit sauber machen, überall wo man Kalk findet. Ihr braucht auch keine Angst haben. Ich gehe hier mit dem Finger dran, es passiert nichts mit der Haut. Der Finger reicht schon aus, das merke ich gerade, um den Kalk zu entfernen. Jetzt reibe ich nochmal mit dem Schwamm. Spüle hinterher. Und alles gut. Seht ihr den Unterschied? Ich hoffe ja. Alles glänzt. Mit dem Restschwamm kann ich nun noch den Wasserhahn mit säubern. Hier ist noch genug Sandlin im Schwamm drin. Das reicht vollkommen aus, um hier auch noch sauber zu machen. Ich nehme nun das Multizwecktuch, ein wenig nass, mache das Waschbecken damit sauber und den Wasserhahn. Nehme das Fenstertuch und alles sauber. Ratzfatz. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Unser Sandclean. Erhältlich bei www.easyclean-shop.de.